Moin, moin, liebe Bluffcatcher. Hier spricht wieder euer Trainer Eggesach mit einem weiteren Teil der Understanding Full Ring Cash Game Reihe. Ich spiele vier Tische, NL25 Full Ring, und werde euch heute schwerpunktmäßig etwas zum Thema Note-Taking erzählen. Also, wie man am besten seine Notes schreibt, worauf man achten sollte, welche Situationen es wert sind, festgehalten zu werden, welche ja eher nicht, und wie man diese Notes dann im Idealfall in Zukunft nutzt, um sich auf den Gegner besser einschießen zu können. Also das ist so der Content der nächsten, ich sag mal so, 55 Minuten. Nebenbei muss ich natürlich auch ein paar Hände spielen. Queen Jack Open Race gemacht, ist ein Paired Board gegen zwei Gegner. Ich denke, eine so knapp Hälfte Potbet ist okay. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ändert aber nichts an der Tatsache. Also, selbst auf so einem Board kann ich auch gegen drei Gegner eine Quantibet machen, die profitabel sein sollte, weil das Board halt so König 5. Relativ trocken ist. Wenn jemand einen Flush-Draw hat, okay. Das kann mal passieren, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht eine profitable Bet am Turn habe. Wenn der Flush ankommt und ein sehr tighter Spieler macht eine Donk-Bet, naja, dann kann ich erstmal davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich den Flush gehittet hat oder vielleicht irgendwie ein Under voll gefloppt hat und das am Flop slow geplayt hat. So, hier unten. Ja, ich defende hier mit König 10 suited. Eine Hand, die auch relativ gute Playability hat, Postflop, und wo ich halt auch viele Flops treffen kann. Just der Flop ist nicht so toll. Eine Overcard, kein. Ich meine, ich habe einen Backdoor Straight Draw, aber das war's dann auch. Da geht er schon etwas loser zu sein. Also der Gameplan in der Hand war eigentlich im Prinzip den Blind Defenden irgendwas treffen und dann halt entweder in einen Calldown-Modus gehen, wenn man so eine One-Pair-Hand trifft, oder welchen Draw habe, dann vielleicht irgendwie den etwas aggressiver spielen. Und bei Two-Pair da besser natürlich um Stick spielen. Ja, eigentlich ganz guter Flop. Top Pair mit einem guten Kicker und dem Queen High Flush Draw. Ist halt nur immer etwas nervig, gegen einen besonders tighten Spieler dann zu spielen, weil wenn es hier richtig Action gibt, dann weiß ich gar nicht, ob ich so weit vorne bin auf solchen Boards. Also ich habe so eine Handstärke auf dem Monotone Board natürlich viel lieber gegen eine Calling Station, wo ich davon ausgehe, dass ich auch von sehr, sehr vielen schwächeren Assen und vielleicht dem blanken King High Flush Draw ja, viele Value extrahieren kann. Das Problem ist nur, gegen einen sehr tighten Spieler klappt das halt nicht. Da ist es fast egal, ob ich irgendwie keine Pocket 2 habe oder genau die Hand, die ich da eben hatte. Man wird meistens folden mit allem, was schwächer ist, und wenn ich Action bekomme, werde ich meistens Speed sein. King Queen suited, eine super tolle Starthand. Das Problem ist, wenn UTG, also wenn der Spieler direkt zu meiner Linken, ich war ja nicht UTG, aber wenn der Spieler direkt zu meiner Linken eine 3-Bet macht, die relativ groß ist, dann, ja, richtig viel Bluff-Charakter hat dieses Szenario dann nicht. Dann gehe ich davon aus, dass der Spieler eine sehr value-lastige Range hat, mit der er 3-Bettet, und das bedeutet, dass ich mit King Queen meistens crushed bin. Dementsprechend auch einen Exit finden sollte. Zum Hut habe ich mich so für so ein mitteleinfaches entschieden. Damit fahre ich ganz gut momentan. So oben der Name und die Anzahl der Hände, VP Preflop Race, 3-Bet, Full to 3-Bet, dann Total Steal in der zweiten Zeile. Und hier Aggression Frequency in Prozent, C-Bet Flop, Full to C-Bet Flop, der Went to Showdown und der Total Fold to Steal. Wenn ich irgendwas Genaueres wissen will,
Dann gucke ich in die Pop-ups rein. Ganz wichtig, das Default Main Pop-up. Das ist der Allrounder. Den lege ich auf den Namen und da ist tatsächlich alles drin, was man so braucht. Post-Flop-Aggressionen, die Showdown-Werte, die Conti-Bet-Werte als Preflop-Raiser oder gegen die Preflop-Raiser und auch die Positionswerte Preflop. Die wichtigsten Raise First in 3-Bet, Full-to 3-Bet, Limp. Das Cold Call. Also, das Default Main Pop-up finde ich relativ gut gestaltet und das sollte eigentlich jeder. Ja, ist halt meine Meinung. Das sollte jeder irgendwie parat haben und in seinem HUD halt schnell zugänglich haben. Da hat man alles auf einen Blick. Und da, bevor man jetzt irgendwie dazu übergeht, sich 10 verschiedene HUDs selber zu gestalten, ist das halt der erste Schritt, glaube ich, dass man das Default Main Pop-up sehr gut nutzen kann und lernt damit umzugehen. So. Okay, dann werde ich gleich mal versuchen, ein paar interessante Spielsituationen herauszupicken und mir da ein, zwei Notizen zu machen. Vier Tische, ja, sollte mich eigentlich nicht überfordern. Das sollte ich hinbekommen. 10, 8 und noch keine 3-Bet gemacht. Ist ja immer auf eine 3-Bet gefoldet. Das ist sehr, sehr nittig. Und das ist so ein Board, ja, ich kann es, glaube ich, profitabel Conti-Betten. Wenn mein Gegner mich callt, sollte ich gewillt sein, auf Karten so 10 oder höher eine Conti-Bet zu spielen. Weil ich davon ausgehe, wenn er mich callt, hat er sehr viele mittlere Pockets. Und dann gibt es halt Scare-Cards, also hohe Karten, die seine mittleren Pockets entwerten. Und dann gibt es natürlich auch Karten, so wie diese 5, die sich einfach nicht lohnen zu barreln. Weil. Was mache ich denn hier? 4, 5 und stack ich weg. Die 2 ist allerdings sehr interessant, weil ich die vielleicht bluffen kann, groß bluffen kann, weil er mir dann irgendwie Ass X geben kann und ich das glaubwürdig repräsentieren kann. Und das ist mir doch eine Players Note wert. Zum einen setze ich den Typen auf grün. Das heißt, er kriegt einen grünen Kringel um sein Heads-Up-Display. Grün ist für mich die Farbe für Believer. Und Believer sind alle Leute, die, ja, die mir meine Story glauben, irgendwie, wo ich merke, dass ich bessere Hände zum Folden bekomme, wo ich merke, dass sie auf Scare-Cards reagieren können. Mir halt einfach glauben, wenn ich mit meinen Bets erzähle, dass ich eine starke Hand habe. Das sind, die kriegen grün und die Non-Believer, die kriegen dann ein rotes Kästchen. So, ich habe schon mal in den Zwischenspeicher die erste Zeile der Players Note kopiert. Das finde ich relativ sinnvoll. Oh, der Tisch bricht gleich zusammen. Aber hier defende ich nochmal. Tapfer mit 3-5 suited. Also es ist sinnvoll, dass man die Players Note einer Variante, einem Limit und einer Zeitangabe zuordnen kann. Dass man auch weiß, irgendwie so, in welchem Kontext habe ich diese Players Note überhaupt verfasst, wie alt ist sie und auf welchem Limit habe ich sie geschrieben. Und danach kann man halt einfach versuchen, das Szenario aufzuschreiben. Dann mache ich halt meistens so Flop Turn River und dann Call C-Bet in Position 3-3-4. Wie war das Board? 5-2. Also 3-3-4 Rainbow, 5-2. Check Behind Turn und Fold River Pot Bet. Und dann wird das abgespeichert. Und dann habe ich mir
für die Zukunft schon mal eine Note gemacht zu dem Spieler, dass der in der Lage ist, vielleicht Board-Texturen zu lesen. Das kann ich da rausholen aus der Players Note, und dass er auch gewillt ist, ja, auf Skerkats zu reagieren. So, nebenbei mal wieder Players Notes erstellen. 11-6 nach 36 Händen, der ist erstmal ein Rock. Und auch hier kann man diesen Zwischenspeicher nutzen und die Einordnung, um welchen Spielertypen es sich handelt, dann mit Hilfe dieser Überschrift dann genauer halten. Ja, Conti-Bet machen finde ich völlig okay. Der Spieler wird sehr ehrlich sein. Wenn er mich Beat hat, dann wird er callen oder raisen. Wenn ich ihn Beat habe, wird er folden. Von daher keine allzu schwierige Situation gegen einen Rock auf einem Ace-High-Board eine Conti-Bet zu machen. Der wird einen nicht vor schwierige, vor eine schwierige Entscheidung stellen. Also 10, 8, 6, 99, der wird bei mir erstmal als Nit eingeteilt. Nit ist die Vorstufe zum Rock, eine Art Missing Link zwischen Tag und Rock. Spieler, der sehr auf Starthandauswahl guckt, aber der dann auch etwas aktiver und aggressiver ist mit den Händen, die er spielt. Die Aces gegen einen Fisch werden natürlich geraced, muss ich nicht allzu groß machen, 1,60 reichen. Ich will einfach nur ja, etwas größeren Pot erstellen und ihm die Möglichkeit geben, halt einfach Preflop mehr Kohle zu investieren, wenn er hinten ist. Will er nicht. Also bei den Players Notes sollte man auf die Information achten, die es beim Showdown gibt. Das finde ich ist eine sehr wertvolle Informationsquelle, die einem das Hand nicht unbedingt erschließt. Denn das hat, das kann uns zwar sehr viele bunte Zahlen liefern, aber diese Zahlen sind alle Non-Showdown-Informationen. Das heißt also, die Handstärke, die der Spieler tatsächlich hatte, die wird in den Stats nicht berücksichtigt, und deswegen finde ich, die Players Notes sollten in allererster Linie über Hände gemacht werden, wo es zu einem Showdown kam und wo man halt auch sehen kann, was hatte der tatsächlich gehabt und wie, welche Action hat er mit dieser tatsächlichen Hand gemacht auf den verschiedenen Straßen und was kann ich halt daraus dann schließen irgendwie. Und das kann manchmal sein, dass eine Hand wesentlich wertvoller ist als Informationsquelle, wo man den Showdown gesehen hat, als vielleicht 200 Hände im Hut, weil ich dann halt ganz genau sehen kann, auf welchem, ja, auf welchem Pokerverständnisniveau der Spieler so ist und was für Gedankengänge der mit einer bestimmten Handstärke hat. So, drei Tische sind mir doch ein bisschen zu langweilig. Holen wir nochmal einen vierten dazu. Ist keiner frei. Dann starten wir an. Kann nicht so schwer sein. Nicht rumjammern, wenn die Wartelisten so voll sind, einfach einen Tisch selber starten. Ace Queen, ja, etwas grumpeliger Spot, weil ich eigentlich beide Optionen nicht so tolle finde, hier eine 3-Bet zu machen, in einer schlechten relativen Position oder einen Call zu machen. Call, dann gibt es Multiway-Pot, und Multiway-Pot ist genau
das Szenario, wo sich meine Hand nicht besonders wohl fühlt. Den Dreibet mache, kann es durchaus sein, dass ich halt einen sehr großen Pot für meine Hand aufbaue. Auf eine 4-Bet muss ich eh folden. Also es ist mehr so eine Art Bluff, den ich jetzt mache. Mit Blockern. Ich blocke Aces, Ace King und Queens Kombinationen, die der Spieler in seiner Hand haben kann. Ja. Blocken heißt allerdings nicht, dass die Wahrscheinlichkeit auf 0 gesetzt wird, dass er eine starke Hand hat. Und hier kann ich nichts anderes machen, außer zu folden. Also das ist ein Spot, wo man tatsächlich so gut wie alles machen kann. Also ich kann Preflop folden mit Ace Queen Offsuit, wenn ich mich unsicher fühle und wenn ich sage, so ich möchte jetzt irgendwie einfach nur eine sehr nittige Session runterspielen. Sicherlich kein großer Fehler. Dreibetten, wenn ich sage, so ich möchte halt aktiv spielen und möchte die Open Raises meiner Gegner angreifen. Und callen vielleicht, wenn ich sage, so ich will halt, ja, ich fühle mich wohl mit dem Spielen von One Pair Händen und hinter mir ist vielleicht irgendwie, sind vielleicht ein, zwei schwache Spieler, die ich mit reinholen möchte in die Hand und dass ich dann halt mit der Hand lieber Postflop spiele, aber ich habe mich dann für die 3-Bet entschieden. Sechs, drei, das ist ein Rock. Nicht besonders toll, dass der zu meiner Linken sitzt. Solche Rocks möchte ich eher zu meiner Rechten haben. Andersrum. Es ist nicht toll, dass er zu meiner Rechten sitzt. Den möchte ich eigentlich zu meiner Linken haben, damit ich seine Blinds attackieren kann. Und idealerweise ist es halt so, dass man zweimal den Button hat, wenn so ein Spieler direkt zur Linken sitzt. Weil man, ja gut, wenn man den Button hat, hat man eh den Button. Wenn man im Cutoff ist, dann wird der Typ so häufig folden auf dem Open Raise. Oder wenn es vorher Action gibt, dass man im Endeffekt den Cutoff zu so einer Art fast zweiten Button ja, umfunktioniert hat. Nur weil so ein Spieler direkt zur Linken sitzt. Das ist sehr angenehm. Ja, die Labels meines Farbmarkierungssystems könnt ihr eigentlich auch auf Pause gehen in dem Video und euch das angucken. Damit komme ich momentan sehr gut zurecht. Das nutze ich für PLO genauso für Null, wie für No Limit Hold'em. Und neu dazugekommen ist die Kategorie Mid-Stacker. Das ist eine neue Krankheit an den Tischen, dass Leute sich für 40 Big Blinds einkaufen und dann eine sogenannte Mid-Stack-Strategie fahren, wie damals die Short-Stacker von ja, von einer großen Pokerschule ins Leben gerufen wurden und die Tische infiltriert haben. Das war damals schon sehr, sehr nervig. Gibt es jetzt ein, zwei Videoreihen über Mid-Stacking und die Leute lieben es anscheinend irgendwie sich vor Turn- und River-Entscheidungen zu drücken, möchten dann lieber die Kohle Preflop oder am Flop oder aller spätestens am Turn reinbekommen. Das finde ich, ja, also man kann es machen, aber ich denke, das geht so ein bisschen, da geht so ein bisschen der Geist des Spiels verloren, weil nur mit Hold'em Cash Game. Die eigentlich interessantesten Spots sind halt die Spots, wo man Full Stack ist oder Deep Stack und wo es tatsächlich sein kann, dass man halt gegen einen schwachen Spieler einen sehr, sehr großen Pot gewinnen kann in einer einzelnen Hand und da beschneidet man sich halt, wenn man generell sagt, so ich kaufe mich halt bloß mit 40 Big Blinds ein und wenn man wirklich eine Edge haben möchte über den Gegner, dann, oder Entschuldigung, wenn man eine Edge hat über den Gegner, wenn man merkt irgendwie, dass da einer am Tisch sitzt, der viel Geld hat, in Big Blinds natürlich, und man hat ihn gecovert,
Dann ist es natürlich so, dass man dann am River relativ viel Geld von diesem Spieler machen kann, indem man ihn entweder vor eine schwierige Entscheidung stellt oder indem man einfach gut Value bettet, indem man gut blufft. Oder ihm die Möglichkeit geben, selber in der Hand irgendwie zu bluffen. Sehr viele, viele Szenarien, wie man auf späteren Straßen Schwachstellen beim Gegner ausnutzen kann. Aber dann möchte ich auch mich mit mindestens 100 Big Blinds einkaufen können. So, ja, so richtig spannend ist es da bisher nicht gewesen. Ich hoffe, da kommt noch mal was. So, was ist denn hier passiert? Der hat dann sein Small und Big Blind gepostet. Sieht zumindest so aus. Und defendet jetzt. Nicht die ideale Stackgröße, um jetzt irgendwie eine Leite 3-Bet zu machen. Aber, also wenn der Spieler Full Stack wäre, dann wäre es ein Szenario, wo ich einfach sage, so, ich könnte ihn sehr häufig mit einer 3-Bet angreifen. Weil ich davon ausgehe, dass er eher schwach ist, wenn er seinen geposteten Small Big Blind mit einem Raise defendet. Weil die meisten Leute sagen sich, okay, jetzt habe ich schon mal einen Big Blind gepostet und dann kann ich auch da genauso gut raisen. Und dann haben sie meistens viele Shorthände. Just diesmal da Pocket gehabt. Und da gucken wir uns die Action nochmal an. Was ist da passiert? Ich glaube, der hat bloß seinen Smallblind gepostet. Okay. Also hat er seinen Bigblind nicht gepostet gehabt. Der Check behind mit Pocket Sixes. Dann called er. Zwei kleine Bets. Also keine Conti-Bet mit einem Pocket und einem Flush-Draw auf dem Board. Das kann man sich durchaus notieren. Also, Flop, No C-Bet in Position, Jack 9, 2, gegen drei Gegner mit dem Gutshot von unten. Da ist kein Kraut gewachsen. Das lasse ich lieber sein. Okay, also No C-Bet in Position, Jack 9-2. Oh Mann. So. Also, es ist natürlich eine sehr komprimierte Form einer Players Note, aber da werde ich auch noch hinkommen, dass ihr es schafft, irgendwie wie so Steno die Spielsituation mitzuschreiben, dass ihr möglichst wenig Platz verwendet, die Füllwörter so komprimiert, dass ihr das auch relativ schnell festhalten könnt. Hier ist also keine C-Bet gemacht in Position beim Bube 9-2 Board mit dem Flush Draw, wo man die Sixes hat und dieses kleine T signalisiert die 6 des Flush Draws. Und dann Turn River, Call, Min Bet, Unimproved. So. Und diese Players Note sagt mir, dass der Spieler in seinem C-Bet-Verhalten wahrscheinlich sehr weak ist. Nur starke Hände C-Bettet. Und dass der Spieler eher Showdown gebunden ist, dass er nicht versucht, den Gegner vor dem Showdown irgendwie aus der Hand zu drücken, sondern dass er eher versucht, so die eigene Hand zu spielen und dann häufig so mit Pocket Zeit zum Showdown zu kommen. Das heißt, wenn so ein Spieler dann irgendwann mal richtig, richtig, richtig aktiv wird, gehe ich auch davon aus, dass es sich um eine starke Hand handelt.
Oder natürlich um einen Bluff. Aber meistens sind es halt solche passiven Spieler auf NL25 nicht mit so viel Aggressivität ausgestattet, dass sie ja, viele Bluffs durchziehen. So ist meine Erfahrung. Ist auf dem Board 1-10 ist, glaube ich, okay. King High immer ganz gut für eine Conti-Bet. Falls der Spieler mich callt, kann ich durchaus in Erwägung ziehen, eine Second Barrel abzufeuern, weil ich davon ausgehe, dass er viele Pockets hat, womit er vielleicht den Flop einmal peelt. Aber dann, wenn ich eine Turn-C-Bet abfeuere und der Pot zu eskalieren droht, dass sie dann spätestens von diesen kleinen Pockets dann halt runterkommen. So, 15-11, das sieht sehr taggisch aus. Ja, und so eine Spielsituation, da ist nicht so viel rauszuholen für eine Conti-Bet, für eine Players-Note. Da kann ich jetzt nicht viel aufschreiben. Also wenn ich jetzt sehe, der Spieler callt Preflop und fold dann auf dem Conti-Bet auf dem King-High-Board, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das erwartet man eigentlich. Und von daher ist es nichts, was ich jetzt unbedingt in eine Players Note für die Ewigkeit festhalten möchte. Ein Set auf dem Board ist sehr drawlastig, sehr connected. Ich denke, dass der auch eine größere Conti-Bet durchaus spielen kann. Wenn der Gegner einen Overpair hat, wenn der Gegner einen Flush-Draw hat, wenn der Gegner einen Open-Ender hat, wird er so ziemlich jede Bet-Size bezahlen. Das sind halt auch die Hände, von denen ich Action bekomme. Und dann gibt es keinen Grund, mit Top-Set Hälfte Pot zu setzen, wenn ich quasi mit einer fast vollen Pot-Size-Bet von den gleichen Händen Action bekomme. So, das ist mein minimales Showdown-Value, was ich mit der 10 aufgegabelt habe. Das Problem ist, jedes Kreuz schlägt mich. Aber so wie die Action war, gab es zumindest Hoffnung, dass die 10 gut ist. Da muss ich natürlich auch noch sehen, was passiert hier in der Hand. Der limmt mit King Queen und checkt dann durch. Okay. Auch wieder eine Players Note wert. Also Preflop. OL bedeutet Open Limp. King Queen suited. OTG. Also zumindest war es Early Position, also schreibe ich mal EP hin. Und was ist dann passiert? Flop Turn River. Check. Down. Dreihändet. Hätte ich einen Open Raise machen können. Die hat es zwar ziemlich Schrott, aber gegen einen Believer und einen anderen im Small Blind, der zumindest von den Stats her bisher noch kein Maniac ist, kann es sogar sein, dass ich da einen L2-Steal habe. So, Checkdown 3-Handed on Ace XX X10 und dann 4 Flush. So. Also auch hier sehr passiv. Wenn er so eine starke Hand wie King Queen suited Open Limpt, dann muss man bei so einem Spiel immer aufpassen, weil es gibt einige, die haben dann tatsächlich keine Raising Range. Die limpen mit Aces, die limpen mit kleineren Pockets, die limpen mit Pseudo Connectors, die limpen mit Ace King. Und ja, hier mache ich eine kleine Value Bet out of position. Wenn ich hier geraced werde, dann gebe ich die Hand auf. Meistens ist halt so schwach, schwach und dann super stark, dass der Spieler entweder einen Flush aufgegabelt hat, eine bessere Queen hat oder irgendwas slow geplayed hat auf dem Board. Das ist durchaus möglich. Und
ich mit Queen 8 meistens nicht gut. Also aufpassen, wenn der Spieler limmt, weil er in seiner Limping-Range auch die ganzen starken Hände drin hat. Es ist manchmal, es ist sehr unangenehm zu spielen, wenn man darauf nicht achtet und plötzlich dann irgendwie Value-Bets mit gutem Top-Pair platzieren will, weil das ist ja ein Fisch und der wacht dann irgendwie am River mit Aces oder Kings oder Queens auf und man verliert einen sehr großen Pot. Ja, für das Video aufnehmen, da brauche ich immer eine etwas kleinere Auflösung des Monitors. In meinem normalen Setup ist es durchaus vorgesehen, dass ich auf dem Monitor noch Platz habe für diese kleinen Note-Taking-Fenster. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich so auf einer Seite, ja, auf Min-Race defend ich mit zwei Karten 8 oder höher. Und auf dem Board kann ich, ja, King wird dann meistens betten. Das Problem ist nur, die dritte Flush-Karte ist extrem nervig für mich. Wenn er behind checkt zum Beispiel. Deswegen mache ich eine Donk-Bet mit dem Top-Pair und versuche die Initiative an mich zu reißen, mich zu defenden. So, ja, das ist ja wirklich so eine Seite habe, wo ich diese Notfenster offen lasse von den wichtigsten Spielern. Und dann habe ich dann so 5, 6, 7 Notfenster und kann dann halt dann direkt sehen, ja, was habe ich über den Spieler geschrieben und muss dann nicht noch extra das Notfenster jedes Mal aufmachen. Wie damals auf Partypoker, da konnte man das auch machen, dass man die Notfenster. Es sind so kleine Notfenster gewesen in der Partypoker-Software oder dann haben wir so 10, 20 verschiedene immer aufgehabt, die relativ viel Platz weggenommen haben. Aber es war halt irgendwie ohne Ende wichtig, halt diese Informationen möglichst schnell auf einen Blick zu haben. Deswegen, wenn ihr ein Setup plant, wie viele Tische ihr wie arrangiert auf eurem Monitor oder auf euren Monitoren, falls ihr zwei oder drei Stück am Computer angeschlossen habt, dann macht es tatsächlich Sinn, sich einen gewissen Platz in diesem Setup für Players Notfenster und für den Replayer zum Beispiel zu sichern, weil ich denke, dass es halt relativ wichtig ist, interessante Hände nochmal schnell nachzuspielen, die Action nochmal zu erfassen und dann auch tatsächlich ja nicht so häufig so, keine Ahnung, überlappend so eine Players Note machen zu müssen. Da gibt es Action an den Tischen, dann verschwindet die Players Note dann hinter dem Tisch, da muss man die wieder hervorkramen und das ist alles sehr, sehr blöd. Top Pair mit einem Naja-Kicker und da werde ich dem Spieler natürlich erstmal die Möglichkeit geben, eine Conti-Bet zu machen. Das Gepiepe ausgestellt der PokerStars-Software, das nervt meistens beim Zuschauen. Dafür haben sich zumindest einige User für ausgesprochen, dass sie gerne ohne das Gepiepe auskommen. Mache ich natürlich, aber deswegen kann es durchaus sein, dass ich ab und zu mal zwangshole, weil das Gepiepe schon seinen Sinn und Zweck hatte, normalerweise. Das ist keine Karte, wo ich jetzt irgendwie aktiv werden sollte. Das ist eine gute Barrel-Karte für ihn. Das heißt also, den Turn werde ich nochmal check callen. Das heißt, er macht jetzt eine mehr als Pot-Bet. C-Bet am Turn. Und auf dem River kann ich, glaube ich. Also wenn er am Turn behind checkt, kann ich hier den River meistens entweder check folden oder nochmal dünn for Value setzen. Und ich entscheide mich hier für die dünne Value Bet. Ich krieg Value von einem Jack X, von einem. Ja, schlechteres Two-Pair ist nicht so ohne weiteres möglich. 8-10 kann er haben natürlich. Oder er macht irgendwie. Ist nicht so unüblich, dass man da vielleicht auch mal
eine Pot-Control-Betting-Line sieht von sowas wie Kings oder Aces. Zumindest auf diese Turn-Karte. Und falls der Gegner mich dann am River raised, naja, dann kann ich auch mein Two-Pair relativ schnell entsorgen, weil ich davon ausgehe, dass er da einfach zu selten blufft. Das Board ist sehr koordiniert. Ich habe mit dem Check-Call am Flop gezeigt, dass ich auf dem koordinierten Board was getroffen habe. Und wenn da noch eine Dame in 10 kommt und ich eine Donkbet mache am River, dann ist sie halt nie quasi ein Bluff oder ein Vollbluff. Also, weil es für mich schwer ist, auf der Board-Textur, so wie es eben war, tatsächlich einen Vollbluff zu haben. So, und hier kann ich eine Player-Stop machen, die sieht am Flop eigentlich erstmal so aus. Also C-Bet and dann Fragezeichen. S Stealer. Hat er ja gemacht, er hat eine Conti-Bet gemacht und dann die Hand quasi aufgegeben. Und was war ich denn hier? Das ist ein Spot, der sehr eklig ist. Zweiter Spieler macht ein Open Raise und dann gibt es dann einen Min-3-Bet. Ein Russen mit einem komischen Bild. Da sind meine Pocket 9. Ja, meist habe ich dann einen Flip oder bin irgendwie am gecrushed sein von einem höheren Pocket. Das Nervige ist, ich habe, ja, was heißt das Nervige? Also, ich habe halt noch kein Geld investiert und wenn man in so einem Flip- oder Crushed-Szenario ist oder wenn man so ein Szenario auf sich zukommen sieht, dann ist es meistens gut, wenn man einfach es an sich vorbeiziehen lässt und bis zur nächsten Hand wartet. Okay, da hätte ich den Turn anspielen können vor Value und Protection. Habe ich verpasst. Etwas ärgerlich. Den River auf das Ass und auf die Donkbet kann ich nicht mehr viel machen. Ace-10 Easy Open Raise. Ich habe meine Open Raise Sizes ein bisschen geändert. Ich habe jetzt vom Button aus eine relativ krumme Bet Size, also so 2,35 Big Blinds. Und habe es also nochmal reduziert, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Leute so eine 3-Bet- oder Full-Strategie fahren, zumindest auf den höheren Limits. Und ja, Conti-Betten gegen den Spieler ist ja auf jede Conti-Bet gefoldet. Ist auch nicht so viele, nicht so eine große Sample Size. Und ohne Hilfe, wenn die Board-Textur sich nicht ändert, irgendwie dann sehe ich auch keinen Grund, um da weiter zu feuern, gerade wenn ich sehe, dass der Spieler doch eher loose ist. Und hier gegen einen sehr tighten Spieler mit dem Open-Ender eine Conti-Bet machen, finde ich völlig okay. Ich kriege viele Overcuts empfohlen damit. Sobald er callt und das Board ändert sich nicht besonders groß, ja, das ist glaube ich nicht so schlau, einfach weiter zu barreln, sondern dann eher die Hand ja, aufzugeben oder zumindest auf eine kleine Bet-Size von ihm vielleicht noch zu check-callen. Ich denke, dass ich ja so auf diese 9 so gut wie keine Fold-Equity habe, wenn ich den Turn weiter baller und dass ich gute Chancen habe, sogar geraced zu werden und dadurch, dass sich das Board gepaart hat, ist mein Draw auch entwertet. Ich draw nicht mehr zu den Nuts. Zumindest kann es durchaus sein, dass die Straße nicht mehr die Nuts machen auf dem Paired Board. Und ja, keine tolle Situation dann am Turn. Also, es ist tatsächlich so, dass ich da nicht Auto-Barrel-Modus habe. Und sage so, ich habe Open Ender gefloppt und bin blind versus blind, also muss ich durchballern. Also ich gucke mir dann schon irgendwie an, wie entwickelt sich das Board und wie ist der Gegnertyp so drauf. Wenn das ein besonders tighter Spieler ist, dann macht es nicht so viel Sinn, aggressiv zu sein post-flop mit Draws oder generell mit Bluffs, weil die Spieler ja schon sehr, sehr viele schwache Hände pre-flop entsorgt haben. Wenn sie dann mal Action machen, wenn sie Interesse am Pot zeigen,
dann haben sie meistens eine starke Hand. Und dementsprechend, ja, bleibe ich dann halt irgendwie dabei, um vielleicht eine Konti-Bet zu machen und dann die Hand aufzugeben. So, ja, machen wir noch ein paar Minuten und dann kann man das Video abschließen. Min, Raise, wir sind beide full stacked und ich habe ein Pocket, ein kleines Pocket, aber mein Pocket mit Showdown Value. Jener checkt zu mir, hat bisher einmal eine Conti-Bet gemacht. Jetzt macht das nicht auf so einem Board und gehe ich erstmal naiverweise davon aus, dass er sehr häufig Check folden will. Weil er vielleicht einfach nur eine Strategie fährt, wo er mit sehr vielen Händen den Big Blind angreift und wenn es dann Action gibt, dann Check foldet er. Ist keine so schlechte Strategie, weil auf NL25 sicherlich viele Leute sehr viel den Big Blind folden und nicht darauf achten, wie groß die Raise Size ist und oder wie aktiv der Spieler ist. Und selbst diese kleine fitzelchen Information ist es wert, festgehalten zu werden in einer Players Note. BVB meint Blind versus Blind. Nichts mit Fußball zu tun. Min Raise Preflop. Und Check Fold und Check 6-7. Was sagt mir diese Players Note? Dass der Spieler zumindest in der Lage ist, auf Board-Texturen, wo ich vielleicht eine profitable Conti-Bet drin sehe. Also Bube 6-7 mit einem Flush-Draw sieht sehr dollarzig aus, aber eine hohe Karte und zwei kleine Karten ist meistens ausreichend zerstückelt, um nicht ganz so viele Draws zuzulassen. Und ich denke, dass so ein Board sollte gegen die allermeisten Spieler auf NL25 auch profitabel zu Conti-Betten sein. Dass er einfach sehr, sehr, sehr picky ist, sehr, sehr selektiv ist in seinen Conti-Bets. Und ist wahrscheinlich nur dann im Blind versus Blind Battle eine Conti-Bet spielt, wenn er wirklich was getroffen hat. So, den möchte ich mal von seinem Shortstack erlösen. Bisher nach 5 Händen jede Hand geraced und ich gehe davon aus, dass ich mit Dame 10 einer überdurchschnittlichen Hand gegen seine Range vorne bin. Hinzu kommt noch das Dead Money der Blinds. Und schwupps haben wir da eine klitzekleine, profitable Situation. Tats hat nicht gereicht, aber tja, versuchen wir es nochmal. Diesmal in der Suited-Variante. Und so einen Spieler, den werde ich erstmal als Maniac kennzeichnen. So, wenn er von 6 Händen 6 raised, dann wird er halt sehr, sehr weit sein und sehr, sehr schwach sein. Und auf dem Board werde ich auch definitiv nicht folden auf sein Stop-and-Go-Play. Also Stop-and-Go bedeutet, er callt einen Raise bloß, um dann out of position die restlichen Chips dann zu donken. Meistens erwarten sich oder erhoffen sich die Leute so mehr Fold Equity, als wenn sie es Preflop reinbekommen und sie den Gegner dazu nötigen, einen Pot-Odds Call zu machen. Weil am Flop haben sie, also rechnen sie sich mehr Fold Equity in die Tasche, weil da können die Gegner halt das Board sehr häufig verfehlen. Und wenn man allerdings irgendwie das durchschaut, dass der Spieler dann so ein Stop-and-Go-Play machen möchte, dann ist es halt auch ein sehr, 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 sehr einfacher Call mit Dame 10 da für mich. Zwei Overcards, Backdoor Flush Draw, Backdoor Straight Draw. Und sollte gegen seine Range, mit der er das macht, irgendwie genügend Equity haben, um da am Flop das Stop-and-Go-Play zu callen. So, was machen wir denn hier? Ach, keine Ahnung.
Top 4 ist gut. 5, 7 suited, also damit ständig so kleine Raises callen und dann auf den allermeisten Boards wegschmeißen müssen, rechnet sich nicht. Also man floppt einfach zu selten gut damit, um Profit nachweisen zu können. So würde ich auch euch empfehlen, suited Connectors, kleine und suited One Gapper nicht allzu häufig in der Cold Calling Range drin zu haben. Sieht zwar hübsch aus und es macht natürlich immer viel Spaß, irgendwie mit so einer Hand einen Pot zu gewinnen, weil man irgendwie eine versteckte Straße floppt, aber das passiert halt nun mal nicht so häufig. Meistens irgendwie geht es so ab, irgendwie, dass der Gegner eine Conti-Bet macht, man foldet und den Pot dann aufgibt oder man zahlt vielleicht mit so einem Mittelpair oder einem, keine Ahnung, einem Gutshot oder wenn man floaten möchte. Und dann gibt es dann die Second Barrel und das ist sehr, sehr nervig. Genauso nervig wie diese Min-Donk-Bet von meinem Gegner. Ist auf dem Board. Ich denke, ich kann es callen, ich kann es raisen oder ich kann es folden. Ich entscheide mich immer für die passive Variante und hoffe, ein Paar zu treffen. Und dann noch Value zu extrahieren. Und wenn er so eine kleine Donk-Bet hinterher schießt, gehe ich eher davon aus, dass er eine schwache Hand hat, die er zum Showdown führen möchte. Irgend sowas wie eine 7 mit einem schwachen Kicker, Pocket 5, eine 4x zum Beispiel. Und deswegen mache ich auch keine großen Value Bets, sondern eher so kleine Value Bets. So knapp unter Hälfte Pot. Um halt von diesen Händen noch Auszahlung zu bekommen. Also dazu sagen, so ich mache eine große Bet am Turn, ist halt. Steht halt nicht im Verhältnis zu der angenommenen Handstärke, die ich bei dem Gegner vermute. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Also nicht sagen so, ich habe jetzt die Calling Station und ich habe Top Pair gemacht mit einem guten Kicker am Turn. Das ist Nuts, also All-In oder großes Race, sondern man sollte immer überlegen, so, was hat der eigentlich? Und ist es überhaupt sehr wahrscheinlich, dass ich große Value Bets ausgezahlt bekomme? In dem Szenario eben. Da sah ich das halt nicht als gegeben. So, und dann machen wir auch eine Players Note. Auch hier will ich sie nicht zu ausführlich halten. Dann mache ich einfach Flop Turn, Donk Bets, zwar Min Donk Bets versus Preferred Razor gleich. Weak. Fragezeichen. Und das Fragezeichen bedeutet bei meinen Players Notes immer, dass ich mir nicht sicher bin. Das ist ja kein richtiger verlässlicher Read, den ich entwickeln oder den ich auffassen oder aufnehmen konnte, sondern es ist ja erstmal die Beobachtung einer einzelnen Spielsituation. Wenn ich sowas dann häufiger sehe bei dem Spieler, dann kann es durchaus sein, dass ich das Fragezeichen dann wegmache. Und dann irgendwann ein Ausrufezeichen draus mache und dann kann ich halt damit sehr, sehr vernünftig arbeiten. So, trotzdem würde ich den eher als Station Fish ansehen. Ja, wo sind die großen All-Ins? Wo sind die Stacks, die ich hier gewinne in der Session? Die kommen wohl nicht. Sehr ärgerlich. Sehr viele klein-klein Pötte. Kampf auf engstem Raume hier. Aber das ist vielleicht für einige von euch ja auch interessant, das zu navigieren in kleinen Pötten und die Gedankengänge, die man dabei haben sollte. Genauso wichtig für die Winrate wie diese großen Pötte, wo man starke Hände floppt und große Value Bets platzieren kann gegen schwache Gegner. Vom Smallbet aus mache ich normalerweise so 3x Raises. Jetzt hat der Spieler keinen vollen Stack und da kann man tatsächlich überlegen, ob man damit runtergeht mit der Open Raise Size und sagt so, ich mache dann halt irgendwie ja, 2,5x zum Beispiel. 6-5 gegen Min-Raiser vom Cutoff kann man passiv defenden.
Das Problem ist, der Spieler hat einen sehr hohen Rent-to-Showdown und keinen besonders hohen Full-to-3-Bet-Wert. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass ich Preflop nicht so viel Full-to-Quiddy habe, wenn ich mit so einer 3 wette, also Restile. Und dass ich Postflop nicht so viel Steal-Equity habe. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit mit 6-5 suited den Gegner irgendwann zum Folden zu bringen. Durch Bluff-Raises, durch Donk-Bets, durch Reverse-Floats. Und dann kann es durchaus sein, dass ich mit 6-5 suited da mein Blind nicht profitabel defenden kann, weil bei einer 6-High-Hand habe ich halt so gut wie keinen Showdown-Value. Und dann ist das halt eine denkbar ungünstige Hand, mit der ich da Action gebe gegen genau den Gegner. Sind plus 47 Hände und das ist nicht verifiziert. Das kann sich noch ändern. Die Daten stehen auf sehr wackeligen statistischen Beinen. Aber für den Moment nutze ich halt auch solche Informationen, um meine Entscheidung zu rechtfertigen. Ja, dem würde ich so gerne Action geben, aber nicht mit Bube 3 auf Suit. So, dann gehe ich mal auf Set Out Next Big Blind. Ein ISO-Raise von dem Spieler in Middle Position. Ich habe Bube 10 suited. Er ist bisher relativ tight gewesen. Ich glaube, das ist einfach ein Fold. Ich sehe da keinen großen Nährboden, um irgendeinen Fancy Play auszupacken, wie eine 3-Bet oder irgendwie. Naja, also so richtig fancy wäre ein Call zum Beispiel nicht, aber zumindest irgendwie mich da in den Pot zu begeben. Wenn er den Spieler isoliert, der einen kleinen Stack hat, dann gehe ich halt einfach davon aus, dass er das meistens vor Value macht und nicht mit irgendeiner Schrotthand. Pocket 9 zum Beispiel. Aber dass der dann irgendwie auf die Bets am Turn und River ausbezahlt, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, Pocket 4. Min 3 wird von dem. Der Spieler ist so verdammt tight, das ist so ärgerlich. Kann ich nicht machen. Also Min-Bet bezahlt, etwas größere Bet bezahlt. Und nochmal bezahlt. Okay. Dann mache ich bei dem eine Players Note. Macht Odds Calls mit weaker Hand. Und hier Turn River mehr als Min-Bet gleich Strong. Ja, nach einer Session ist es natürlich schwer, von diesen Players Notes zu profitieren. Aber wenn man genügend Weitblick hat und dann einfach mal so überlegt, so was kann passieren, wenn man in jeder Session diszipliniert Players Notes erstellt, wie viel habe ich dann nach einer Woche zusammen, wie viel habe ich nach einem Monat zusammen, was passiert mit den Spielern nach einem halben Jahr intensiven Players Notes erstellen und Informationen sammeln. Dann ist es tatsächlich so, dass man irgendwann halt deutlich von diesen Früchten der Arbeit profitiert. Ich habe für mich festgestellt, dass ich viel konzentrierter bin und fokussierter bin, wenn ich Players Notes erstelle in einer Session, dass ich dann eher A-Game spiele. Das heißt, also ich nutze das Erstellen der Players Notes nicht nur, um davon direkt zu
profitieren, weil ich Informationen sammle über die Gegner, sondern ich nutze es tatsächlich auch, um in einen A-Game-fähigen Zustand reinzukommen. Das heißt also, A-Game-Management ist das Stichwort. Andersrum, wenn ich merke, dass ich zu faul bin und zu träge bin, um Players-Notes zu erstellen, dann bin ich nicht A-Game-fähig. Und dann ist es vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, entweder sich selbst mal ein, zweimal zu ohrfeigen und sagen, jetzt mach mal, jetzt komm mal irgendwie raus aus dem Pushen und nimm mal die Session irgendwie ernst und nimm sie wahr. Oder die Session einfach abzubrechen und zu sagen, so, ach, das ist irgendwie, ich bin hier in so einem Autopilot-Modus, keinen Bock, Players-Notes zu erstellen und bin überhaupt nicht in der Lage, irgendwie mein bestes Poker an den Tag zu legen. Also, das ist eine ganz gute Möglichkeit zu überprüfen, irgendwie, wie kampfbereit ist man eigentlich, wie sehr ist man gewillt, irgendwie das Maximum an Value aus so einem Pokertisch herauszuquetschen. So quetsche ich hier mit König 10. Ich denke schon, ja. Früher wäre das irgendwie ein absolutes Tabu gewesen, mit so einer Hand ein Open Race zu machen, Early Position. Hier ist es so, zwei Spieler sind auf Sit-Out, das heißt, ich bin noch nicht mal auf Early Position, sondern eher so Übergang, Early Position, Middle Position. Und König 10 Suited ist halt eine Hand, die sehr viel Post-Top-Value hat. Und es geht eher darum, dass man Hände hat, die Big-Pot-Potenzial haben, die Straights machen können, die Flushes machen können. Und nicht darum, dass man zu viel Angst haben sollte, dominiert zu sein. Also klar bin ich dominiert, wenn der Gegner mich callt mit dem König und einem besseren Kicker. Aber um den Pot dann tatsächlich zu gewinnen, muss er auch erstmal zum Showdown kommen. Ansonsten ist das Dominiertsein völlig irrelevant. Und dann muss es auch tatsächlich noch so sein, dass er dann die beste Hand hat am Showdown. Denn wenn ich einen richtig großen Pot ausspiele mit so einer Hand wie König 10 suited, dann ist es meistens so, dass ich besser bin als One Pair am Showdown. Okay, dann sind wir durch. Ich hoffe, dass euch dieser Teil gefallen hat heute. Players Notes kann ich sicherlich irgendwie, da könnte ich eine ganze Reihe drüber machen und ich konnte euch heute auch wirklich bloß einen kleinen Einblick geben in diese Materie. Ich denke, es ist wichtig, sogar sehr, sehr wichtig, ein gutes System für sich selber zu entwickeln, wie man Players Notes erstellt. Und das sollte mir so in Fleisch und Blut übergehen. Man sollte wirklich nicht überlegen, sollte ich jetzt so deine Players Note machen oder nicht. Sondern es sollte wirklich Routine sein, dass immer, wenn man irgendwas sieht, man automatisch irgendwie das Fenster aufmacht und tak, 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 schnell festhalten und dann hat man es halt irgendwie abgespeichert. Und ganz witzigerweise nochmal, wenn man dann eine neue Session startet und man hat irgendwie Raum auf dem Bildschirm frei für diese kleinen Fenster, dann ist es vielleicht sinnvoll, diesen Raum zu nutzen, wenn man alte Players Notes aufmacht. Und am Anfang einer Session sich die nochmal kurz durchliest, um nochmal so reinzukommen, schneller in die Session, um warm zu werden und zu sehen, so, okay, ich habe jetzt Position auf dem und den Spieler, da habe ich mir eine Players Note erstellt, worüber und was ist der Inhalt und aha, okay, also der C-bettet und ist dann häufig fertig und check-foldet dann den Turn. Also kann ich den Typen schon mal versuchen, häufiger zu floaten, häufiger zu cold-callen, preflop und dann ist C-bet zu callen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, denn nur mit den Informationen aus dem HUD und einem guten Spielverständnis maximiert man seine Winrate nicht. Man maximiert sie eher, indem man spezifische Informationen sammelt über die Gegner, den Gegner immer als Individuum betrachtet und nicht einfach sagt, so der typische NL10-Spieler. Das höre ich so häufig von meinen Coaches und da schimpfe ich immer so ein bisschen, weil es sind echt Individuen. Ihr spielt gegen Leute, ihr spielt gegen Menschen und nicht gegen Zahlen, oder ihr spielt nicht gegen eine gleichförmige NL10-Spielermasse, die wie die Borg ein gemeinsames Mindset und Gehirn haben, sondern ihr spielt echt so gegen einzelne Leute. Und diese einzelnen Leute sind sehr unterschiedlich in ihrer Denkweise und in ihrem Pokerverständnis. Und deswegen nehmt sie als Individuen wahr. Und versucht halt jeden einzelnen Spieler halt möglichst gut zu spielen. Und
nicht alle über einen Kamm zu scheren. Okay, Standpauke genug. Dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal. Das war euer Trainer gesagt für den Weg.